Und da sind wir wieder. Weiter geht's hier in Look. Auf dem Marktplatz könnten wir jetzt erstmal weitergehen. Aber ich würde sagen. Nee, wir gehen doch mal kurz noch hier weiter. Hier ist nämlich noch ein Handwerker, zu dem würde ich mal kurz hingehen. Der Hexer. Ich bin Geralt. Bras von Banart. Ich kenne dich noch aus Tanet. Hab dich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Im Gegenteil. Elfenruinen finde ich hochinteressant. Im Ernst? Aber Elfenbauten sind nicht halb so interessant wie die von Gnomen. Selbst das verfallene Loch Muin ist beeindruckend. Zu Zeiten der ersten Kammer muss es hier wunderschön gewesen sein. Vorm Krieg war alles besser, wie es so schön heißt. Die Quellen, die Geoffrey Monk hierher geführt hat, haben sich bestimmt vor Staunen die Hälse verrenkt. Ich kann mir Hengi Dümdeit nicht als gaffenden kleinen Jungen vorstellen. Bist du ihm begegnet? Ach ja, in Tanet. Sein Tod war ein großer Verlust. Siehst du, Geralt, die Alten jammern ständig, dass die Welt immer schlechter wird. Die Werte verändern sich. Das Kleine verdrängt das Große. Ja, aber in Tanet ist tatsächlich eine Epoche zu Ende gegangen. Die Welt ist erwachsen geworden und hat ihre Unschuld durch Gewalt verloren. Diese erwachsene Welt schert sich nicht mehr um Meister der Magie oder legendäre Helden. Das ist es ja. Die Menschen von heute kommen wunderbar ohne Zauberer, Hexer und Helden aus. Das stößt wohl nicht bei allen auf Verständnis und Zustimmung. Du bist zu klug. Du wirst dich in Schwierigkeiten bringen. Wechseln wir das Thema. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. So, mein Lieber. Erstmal fragen wir das. Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Dann würfel mal eine Runde. Sehe ich da 4 Dreien auf meiner Hand. Da los. Ja, da hätte ich auch aufgegeben. So, mein Lieber, jetzt gucke ich mal, was du Schönes verkaufst. Ein Elfenschwert. Ovirschwert. Kurzer Elfenbihi. Ein Novigrader Schwert, aber unseres ist, glaube ich, wesentlich besser. Ein paar Wurfwaffen hat er hier. Rüstung aus Tirnalia. Ziemlich gut, aber auch schweineteuer. Warenaufwertung habe ich sogar schon, das habe ich auch noch auf der Tasche. Bücher, Silbererz, Eisenerz, Schema, exzellentes Schwert aus blauem Meteorit. Aus gelben und aus rotem Meteorit. Und Zerikantament, das ist ein Silberschwert noch. 44 bis 49 Schaden. Was hat denn unseres? 44 bis 48. Nee, da kann ich bei dem auch ganz gut bleiben, ganz ehrlich. Macht gegen große Monster 25% Schaden. Gegen Gargoyles auch. Das passt schon. Ich baue dann da noch entsprechende Runen rein. Und apropos Runen. Brass, kannst du mir was herstellen?
Wasseressenzen und Intriagenspeichel bräuchte ich ein paar Mal. Gott, musste ich mir irgendwie an mein Lager zugreifen. Sehr gut. Auch noch einen Skillpunkt vergeben. Ich kann ihn gerade nicht meditieren. Ich kenne dich noch aus Tunnel. Und sich wenden und um mehr betteln. Also sowas. Achso, Sigrad steht hier. So, ein Anschlagbrett. Auftrag zur Tötung von Gargoyles. Allen kund und zu wissen, dass die in Lokmuin versammelten Zauberer einen Tapferen suchen, der die Stadt von den Gargoyles befreit. Diese Wesen sind zu einer Bedrohung für die Gäste der Beratung geworden, daher müssen sie auf beliebige wirkungsvolle Weise entfernt werden. Den Mutigen, der diesen Auftrag annimmt, erwartet eine stattliche Belohnung abzuholen bei dem ehrenwerten Brass von Banart und die Dankbarkeit der Kammer. Herausforderung des starken Numa. Der starke Numa fordert heraus. Der starke Numa, stärkster Athlet der Welt, fordert die Mutigen heraus. Überzeuge dich, ob dein Arm im Zweikampf mit Numa mehr als ein paar Sekunden standhält und ob deine Hand nicht zermalmt wird. Komm auf den zentralen Platz in der Stadt und stell dich der Herausforderung des starken Numa. Eleganz ist die Mutter des Prestiges. Stil konkurriert Charisma. Wir wissen alle, wie wichtig ein überzeugendes Erscheinungsbild sein kann. Dies geht erst recht bei einem Gipfeltreffen von Zauberinnen, Zauberern und Königinnen selbst nebst Gefolge. Alle Mitglieder der Magiergilde sind in herrlicher neuer Garderobe und mit professionell arrangierten Frisuren erschienen. Doch sind lange Reisen mit ihren Unbilden stets der Feind stilbildnerischer Bemühungen. Auch das Portal einer Erzmeisterin kann Luftzüge verursachen, die die perfekt drapierte Turmfrisur grässlich verwüsten. Doch ihr müsst solch beschämende Katastrophen angeschlagenen Erscheins in der Gesellschaft nicht erleben. Ich erwarte jene Brüder und Schwestern wie eine... Na, weiter geht's leider nicht. Finde mehr über Gargoyles heraus. Ich beschwöre. Urtan, was machst du denn hier? Rattenfangen hatte keine Zukunft mehr. Ich hab's aufgegeben. Will jetzt in der Unterhaltungsbranche Karriere machen. Dann viel Erfolg. Diese Truppe hat Potenzial. Als ihr Prinzipal und Confrancier mache ich sie zu den berühmtesten Komödianten nördlich der Yaruga. Hast du schon unsere neue Nummer gesehen? Urtan, ehe du in Fahrt kommst. Unterhaltung hatte ich in letzter Zeit genug. Ich möchte wissen, ob du weiterhin Fallen herstellst. Für einen Fachkollegen tue ich alles. So, Urtan, erstmal würfeln wir eine Runde. Aha, das verliere ich locker. Stürzt die Türme! Urtan, ich will weglaufen. Eine Revanche. Eine Revanche, bitte. Gewonnen, jawohl. So lobe ich mir das. Was verkaufst du so Schönes an Ködern und Fallen? Alles nichts Interessantes irgendwie.
aber... Verscheucht eure schwarze Katze! Er kann ja dann noch was herstellen für mich. Die Fledermaus! Das ist ein hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet? Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Lager, da möchte ich tatsächlich zugreifen. Ja. 4 Runen des Feuers hier im Lager. Danke. Brauche ich mir gar keine herstellen. Brauche ich gar keine. Abgefahren. Haduvit hat sie doch geschickt, du. So, dann wird jetzt das Silberschwert. Ja, wo sind sie denn hin? Habe ich nicht gerade 3 Runen des Feuers aufgehoben? Sowas tut man aber nicht. Oder habe ich's verkackt? Ich hab's verkackt, scheinbar. Gerald von Riva. Ups, verdrückt. So. Das Silberschwert. Da habe ich 30% Einäscherung drauf, 15% mehr Schaden und 60% Einäscherungsresistenz. Sehr geil. Gut. Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es niemals dazu gekommen. Richtig. Wenn meine Oma ein Schnurrbart hätte, wäre sie ein Wels. Wir müssen protestieren. Auf! Der Hexer. Grüß dich. So, hier kann ich aber warten. Kann ich mal meinen Skillpunkt noch verteilen? Energieregeneration und Kampf, da wollte ich hin. 10% mehr. In die Hosen runterziehen und vor sämtlichen Rittern den Hintern. Sieh da! So, ich mach jetzt, oder? Nee, bevor ich die Quest mit dem Tor mache, gehe ich doch nochmal in die andere Richtung. Wo ich da noch so hinkomme oder ob ich da überhaupt noch weiterkomme. Oder nicht. Das sieht mir gerade so aus wie nicht. Doch, der Film wird doch lohnen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Oder Zwerg mit einem Schema für Wasseressenz. Hier offen. Geht's aus der Stadt raus scheinbar? Verschlossen, gut. Was ist denn das hier noch? Der Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Natalis ist der Regent. Immer noch schwer zu glauben. Der ist doch ein Militär, kein Politiker. So erstaunlich ist das nicht.
Die Fraktionen hatten sich überworfen und man brauchte jemanden außerhalb der Verbindungen. Diese Kandidatur ist eine Botschaft. Behandelt uns nicht wie Opfer. Wir sind bewaffnet. Unter anderem mit der Autorität der Sieger von Brenner. Wie auch immer, mit Nathalys gibt es ein Problem. Er ist aufrichtig. Ich weiß. Tja, nun, betrachten wir es als Herausforderung. So, scheinbar ist Johann Nathalys hier. Der wohl für Temerien quasi erstmal die vorübergehende Regentschaft übernommen hat. Nach Volltests ablegen. Oh. Mehr hat eure Mutter nicht vor. Habe ich hier noch keinen Eintrag bekommen? Ich habe ja tatsächlich noch keinen Eintrag über Gargoyles bekommen. Von ganz alleine habe ich so gehofft. Würde das passieren? Aber irgendwie scheint man noch nicht. Ich habe ja doch schon einige getötet. Schon wieder das Medaillon. Wieder so ein Runentyp. Gibt's ja auch einen Zettel, ja. Sechste verschlüsselte Runenkombination. Am dunklen Himmel, so schön, schwebt ein Falke schneller und schneller. Jetzt noch nichts mit anfangen mit den Sachen. Hier rein kann ich da, wo ich unbedingt hin sollte. Kannst du mal probieren, ob ich hier durchkomme? Nee, komme ich hier nicht. Ich will mit dir nichts Bereitet zu tun. Bereitet euch auf die letzte Lektion. Bitte, bedien dich. Gerne. So, sie verkauft nur Essen, okay. Die letzte? Aber keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit sein. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine Zauberin unter keinen Umständen einlassen kann. Grüß dich, ich bin Ilona, die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Zeig mal deinen Bart. Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Orins. Ach komm. Fürs Let's Play. Jetzt bin ich neugierig.
Bereitet euch auf die letzte Lektion. Ja, tatsächlich, jetzt ein Bart. Ja, moin. Aber keine Diskussion. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Es wird eine praktische Einheit sein. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine... Grüß dich. Willst du zur Vorstellung? Die ist bis auf Weiteres abgesagt. Wir machen jetzt den Dienstleistungen. Welche bietet ihr denn an? Ich war mal ein ziemlich guter Waffenschmied. Dann kam das Pogrom und man hat mir die Werkstatt genommen. Aber mein Fach beherrsche ich immer noch. Eigentlich schlucke ich die Klingen ja lieber, als sie zu schmieden. Aber meine Frau hat Angst um mich. Grüß deine Frau von mir. Kannst sie selber grüßen. Es ist die Lona, die Elfin mit dem Kinnbart. Aha. Wie lebt sich's mit einer bärtigen Elfin? Normal. Wir nehmen die Arbeit nicht mit nach Hause. So. Nahe Ed. Auch ein gutes Silberschwert. Schaden, Leichenfresser. Falkner Handschuhe. Auch gar nicht schlecht. Hier. Eine Rüstung Dea Quatri. Ist nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Aber für das Geld und dann noch die Herstellung, die das kosten würde. Ja, die ist... Da bleibe ich lieber bei meiner Rüstung aus Marka. Bis auf Weiteres. Grüß dich! Bist du hungrig oder durstig? Bitte, greif zu! Also sind sogar Vertreter von Nilfgaard unter uns. Es ist doch klar, dass unsere Gastgeber Freigeister und Exzentriker sind. Mein lieber Rat... Probleme des Nordens sollten nun wirklich Probleme des Nordens bleiben. Schelards Anwesenheit lässt sich nicht mit Extravaganz erklären. Die Sache doch mal realistisch. Der Kaiser erfährt. Die Absenz einiger Personen spricht Bände. Die Absenz anderer. Ich kenne. So, ich gehe jetzt erstmal nochmal zu Felicitas und kaufe mir doch mal das Buch über die Gargoyles. Die Gargoyle-Quest auch lösen kann. Magietheoretiker streiten sich bis heute über die Klassifizierung der Gargoyles. Ich bin der Ansicht, dass es sich um eine Unterart der Golems handelt. Schließlich sind Gargoyles nichts anderes als magisch gesteuerte Steinfiguren. Zaubersprüche bringen sie dazu, dauerhaft gewissgestaltete Aufgaben zu verrichten, vorzugsweise ein bestimmtes Territorium zu bewachen. Das tun sie auch dann noch, wenn ihr Schöpfer längst tot ist. Gargoyles. Gargoyles sind magische Wesen und verfügen daher über allerlei Tricks, wie die Teleportation. Man führt einen Hieb aus und der Gargoyle verschwindet, um im selben Moment woanders aufzutauchen, zum Beispiel hinter einem, sogar über einem, wenn man Pech hat. Wer einen steinernen Gargoyle abbekommt, wird von seinem Gewicht zermalmt. Zum Glück haben Hexer ein Medaillon, dieses zeigt ihnen Störungen in der magischen Aura und verrät damit die Stelle, an der sich ein Gargoyle materialisieren will. Normale Menschen werden üblicherweise zerquetscht. Der Kampf gegen einen Gargoyle ist ein Kampf gegen einen Felsen. Entsprechend wichtig, wenig richten Gifte, blutsteigernde Öle oder Feuer aus. Mit seiner gediegenen Körpermasse lässt sich ein Gargoyle nicht aus dem Gleichgewicht bringen,
gar nicht umstoßen. Rein bringen nichts, weil Gargoyles sich teleportieren und so der Falle entkommen können. Echte Schwächen hat dieses Geschöpf also nicht. So, müssen die magischen Siegel finden, die die Gargoyles an die Stadt banden, um das Problem zu lösen. Rüstet mit Wissen und seinem scharfen Schwert zog der Hexer los. Diese Runendinger, die waren immer da, wo auch Gargoyles waren. Bisher. Ich lege gerade, ob das für die Fledermaus, die Quest Eule, ist. Die Ratte. Von den Gargoyles. Und die Kröte. Weil es sind 3 von 3 und ich habe in der Stadt jetzt 3 solche Orte gefunden. Warte mal, wo waren die jetzt hier hin? Oder? Der Hexer. Ich weiß noch, dass ich mich beim letzten Mal spielen hier immer jeweils so krank verlaufen habe in dieser Stadt. Am dunklen Himmel so schön schwebt ein Falke, schneller und schneller. Himmel, Falke, schneller, schneller. Sehen 2 Stück hier gleich aus. Gibt es vielleicht ein Buch über Siegel oder so? Oder Runen? Ach ja, stimmt. Warte mal. Runen 1 bis 4 hatten doch... Jetzt fällt es mir an, die Händler hatten immer so ein Buch über Runen. Runen 1 bis 4. Würde natürlich Sinn ergeben, wenn das vielleicht wie so ein Lexikon ist, was diese Runen bedeutet. Der Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Natalis ist der... Dann... Also... Wer hatte denn alles die Bücher? Er hatte die, glaube ich, auch. Ah, Gargoyles, kann ich den sogar drauf ansprechen. Erzähl mir was über diese Gargoyle, die euch keine Ruhe lassen. Gargoyle sind die Diener der Zauberer, die einst in Lokmuin lebten. Die Magier gingen fort. Die Gargoyle blieben und treiben ihr Unwesen. Sie machen einige Stadtviertel unsicher. Die kann man nicht mehr betreten. So, Runen der Macht, 1, 2, 3, 4. Könnt ihr natürlich jetzt noch kaufen, mir das einprägen und dann wieder verkaufen. So, Buch der magischen Zeichen, Band 1. Die Rune der Kunst gleicht einer Harfe.
Die Rune des Krieges gleicht einer Faust, die Rune des Donners gleicht einem einschlagenden Blitz. Die Rune des Todes gleicht einer Sense, die Rune des Himmels gleicht einer Linie mit einem Parallelogramm oder zusammengepressten Lippen. Die Rune des Schmetterlings gleicht einer zweifach durchgestrichenen Linie. Die Rune des Lebens gleicht einer erblühenden Blume. Die Rune des Tieres gleicht einer Schlange im Flussbett. Die Rune des Schicksals gleicht einem Kreuz in einem Kreis. Die Rune des Wetters gleicht einem geborstenen Pfeil. Die Rune des Verstandes gleicht einem tanzenden Bären auf einer taufeuchten Wiese. Die Rune der Zeit gleicht einem geöffneten Sanduhr oder einem Kelch. Okay. Also. Das heißt, ich muss mir jetzt das Zeug durchlesen. Mir dann aus den Worten wie Falke, das ist dann halt zum Beispiel Tier. Und dann muss ich gucken, was ist die Rune des Tieres, wie sieht die aus? Und dann gucke ich mir die Siegel an. Irgendwie so muss das sein wahrscheinlich. Der Hexer. Dunklen Himmel. So schön schwebt ein Falke schneller und schneller. Dunklen Himmel. Wenn es dunkel ist, dann ist es Nacht. Also Zeit. Ja, würde ich mal behaupten. Zeit. Die geöffnete Sanduhr oder Kelch. Das Tier, eine Schlange im Flussbett. Der Falke ist ja ein Tier. Das könnte eine Schlange im Flussbett sein. Rune des Himmels. Ja, ein Tier im Himmel. Ein Falke ist ein Tier im Himmel. Also die Rune des Tieres und dann im Himmel. Eine Linie in einem Parallelogramm oder zusammengepressten Lippen. Das hier, ne? Pass auf, wir machen mal die Zeit. Es ist nachts im Dunkeln. Das Tier. Der Falke. Und das Tier war im Himmel. Schneller und schneller, was auch immer das ist. Mach's einfach mal. Wow. Schade. Schade. Die nicht alle auf einer Seite stehen. Das wäre ein bisschen besser. Krieges, Donners, Kunst. Des Schicksals, des Liebes, des Verstandes. Ostener Pfeil. Ich weiß halt nicht, was das hier darstellen soll. Das ist der geborstene Pfeil. Könnte der geborstene Pfeil sein. Und dass die Spitze ist hier. Dann ist der Schaft abgebrochen.
Unter einem dunklen Himmel. Das ist aber auch echt schwierig. Dunkler Himmel. Wetter, der gebostene Pfeil. Dann machen wir halt diesmal so. Fangen wir damit an. Schön schwebt eine Falke. Schneller und schneller könnte natürlich die Zeit sein. Das heißt, die Sanduhr zum Schluss. So schön. Schön schwebt ein Falke. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben die geöffnete Sanduhr, die Zeit. Wir haben das Tier, die Schlange im Flussbett. Und den Himmel. Der Himmel, das die zusammengepressten Lippen, ich kann es mir echt nicht merken. So, das Tier war die Schlange im Flussbett. Und jetzt probieren wir einfach mal für die Zeit, wegen schneller und schneller. Au. Ey, das ist echt schwierig. Vielleicht ist das doch einfach in der deutschen Übersetzung so schwer und würde auf Englisch viel mehr Sinn ergeben. Och, Hilfe. Aber jetzt echt hier. Weil das könnte auch eine Harfe sein. Viel Fantasie. Der Himmel, Kunst, das Tier, die Zeit, dann wäre es eins aus jedem Buch jetzt. Am dunklen Himmel. Schön, dann nehme ich mal schön für die Kunst, wie die Harfe. Dann das Tier, dann die Zeit auf Freunde der Nacht. Erstmal der Himmel. So schön fliegt der Falke, also erst die Kunst.
schön, wie die Kunst fliegt der Falke. Das ist das Tier. Schneller und schneller wie die Zeit. Jetzt haben wir es, jawohl. Ah. Du trägst das Schwert Aramils, der sich dem König widersetzte. Der Herr der wilden Jagd giert nach dem Gehen des älteren Blutes. Er öffnet die Tore zwischen den Welten, um Schrecken und Zerstörung zu sehen. Ich verabscheue die Vision der Ermordung aller Rassen im Namen der einen Richtigen. Der König der Jagd befahl, mich zu töten. Die Geister aus seinem Reiterzug jagen mich schon seit Jahrhunderten durch die Weiten des Alls. Nun bin ich in Lokmuin angekommen. Auch wenn ich müde bin, ich darf nicht ruhen. Die Reiter der Jagd sind dicht auf. Schon spüre ich ihren eiskalten Atem im Nacken. Hey, da war wohl jemand hier, der von der wilden Jagd gejagt wurde. Wir haben gefunden, ein Schema für eine Hose des älteren Blutes. Welche ziemlich gut ist. Auch gar nicht so viele Materialien braucht. Die werde ich mir dann auf jeden Fall herstellen. Dann haben wir ein Silberschwert gefunden. Adan Date. 2% Chance auf sofortige Tötung, Adrenalinzunahme, 30% Bluten und 4% Schaden gegen Erscheinung. Mit 3 Runenslots. Jetzt habe ich natürlich in mein Schwert schon 3 Runen des Feuers reingeknallt, aber ich könnte mir ja nochmal 3 neue herstellen und dann gucken, welches Schwert besser ist. Ja, also auf jeden Fall gutes Schwert, definitiv. Man weiß nicht, ob man es unbedingt so braucht. So, wir haben auf jeden Fall einen von 3 Siegeln deaktiviert. Und ich würde sagen, ich nehme mir mal vor für den Rest der Folge, dass wir die anderen beiden Rätsel auch noch lösen. Der Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Natalis ist der Regent. Der weiße Wolf! So, jetzt muss ich noch überlegen. Ich denke mal, ich krieg's noch zusammen, wo die anderen beiden Siegelorte waren. Langeweile in Reinform, wie immer. Einmal hier entlang. Dann muss ich einmal hier oben rum. So, und hier in der Nähe waren doch auch so Harpy. Jetzt behauptet und zwar hier raus und dann geht doch hier unten. Jawohl.
hier haben wir wieder was übers Wetter. Hier haben wir wieder was mit dem Tier. Mit der Zeit. Das war was anderes, was ich erinnere. Der Komet ist wie ein Wolf in der Erntezeit. Ein böses Schlafen. Der Tod könnte das eine sein. Ah nee, das war nicht das Wetter, Entschuldigung. Das war der Himmel. Da drüben. Da hier in dem Band haben wir wieder den Kelch der Zeit. Das Tier gleicht einer Sense, der Tod, ja. Des Himmels. Und des Donners, ein eigenschlagender Blitz, könnte auch ein einschlagender Blitz sein. So, der Komet im Himmel. Ist wie ein Wolf, also ein Tier. In der Erntezeit. Und dann, ja, das hier. Ohrens Eisenerz, Handschuhe des Elternblutes. Das hat ja jetzt echt gut geklappt hier. Acht Bluten, eine Erschauung, 15 Tragkraft, 15 Reduktion von Magieschaden. Ja, geil. Werde ich mir auch gönnen. Hier mit Jorvet lang. Oh ja. Oh. Oh, entspannt euch mal. Wir haben wieder was mit der Zeit. Das war die Harfe, das war die Kunst. Wir haben wieder was mit dem Tier. Und was mit dem Himmel. Krank, inzwischen kenne ich auswendig. Drei Feldmäuse tanzen in der Abenddämmerung im Kreis. Die Sterne sind wie Saatkörner. Okay, das sollte ich jetzt hinbekommen. Drei Feldmäuse tanzen. Tanzen ist eine Form der Kunst. Etwas Schönes. Dann ging es um den Himmel. Abenddämmerung. Oh, ich habe falsch angefangen. Verdammt. Nicht hier nochmal weggehen. Aus Versehen die Zeit zuerst aktiviert, statt des Tieres.
Muss ich es nochmal falsch auslösen jetzt? Ja, dann muss ich es einmal falsch auslösen. Kriege ich ja ein bisschen Schaden, aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Pass auf, jetzt aber richtig. So. Drei Feldmäuse tanzen in der Abenddämmerung. Und am Himmel Saatkörner die Sterne. Ein antikes Manuskript und Schuhe des älteren Blut. Ein altes Manuskript. Ja, ich habe die Orte tatsächlich sofort gefunden und habe dann auch die Rätsel ganz gut gelöst, nachdem ich es einmal so verstanden hatte und mir die Runen dann so ein bisschen eingeprägt hatte. Konnte ich es dann ganz gut transkribieren, nenn ich's mal. Würde ich sagen, klopfe ich mir mal selbst ein bisschen auf die Schulter. Hey, Pro-Gamer, ne? Was will man erwarten? Ganz einfach. Kleiner Spaß am Rande. Aber ihr wisst ja, wie ich es mache. Ihr lernt es wohl nie. Oh, der Einäscherung auf dem Schwert, da brennen die Harpien doch ganz gut. Oh, ist hier der starke Numa? Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stieren den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Anabolikum verkauft er, alles klar. Ein Questtrank. Was willst du hier? Bist du der starke Numa? Und du? Jemand, der wissen will, ob man dich zu Recht so nennt. Dann komm in den Zirkus und guck dir an, wie ich Eisenketten zerreiße. Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Los geht's. Bin ich gespannt, ob ich das auch ohne Anabolika schaffe. Ich war schon immer neugierig. Hm.
Oh Gott. Es heißt immer, Hexer wären kräftig. Aber im Zirkus könntest du höchstens dem Clown in den Hintern treten. Pankrat hat mich davor gewarnt, dass du betrügst. Und diesem schmierigen Stöpsel glaubst du? Du bist der, dem ich nicht glaube. Solche Kraft kann nur von Elixieren stammen. Fick dich! Bist doch selbst bis oben hin voll mit Elixieren. Beim Zweikampf nicht. Dich Betrüger sollte man Numa den Lügner nennen. Noch ein Wort und ich stopf dir das Schandmaul. Das schaffst du nicht. Kopflosigkeit beeinträchtigt die Koordination. Krieg dich ein. Hilfsmittel habe ich gar nicht nötig. Bin auch ohne sie unschlagbar. Was willst du hier? Ich würde gern ein paar Orens verdienen. Beim starken Numa kannst du eher welche loswerden. Du bist ein Dieb? Ich schlage im Armdrücken jeden. Kostprobe gefällig. Gucken, ob der jetzt immer noch scheißt. Wenn nicht, muss ich nochmal laden. Dann ist mir echt mein Geld zu schade. Oder ich muss mir halt selbst mal so ein Tonikum kaufen, also ein Anabolikum. Ich war schon immer neugierig. Ah, jetzt macht er mit Fernmitteln scheinbar. Bei den Möpsen der Melitele. Mich hat noch nie einer besiegt. Es gibt immer ein erstes Mal. Wenn bekannt wird, dass der starke Numa verloren hat, fliege ich aus dem Zirkus. Der starke Numa muss ungeschlagen bleiben. Nimm dies hier und halt dicht. Danke. So, Quest abgeschlossen. Solide, lange Handschuhe, ein Schema. Sicher nicht schlecht, aber unsere Handschuhe des Eltern Blutes, die wir machen wollen, sind da wesentlich besser. Numa, gegen den kann ich nicht nochmal andrücken, wie es scheint. Nee. Ah. Anscheinend nicht. Ja, ich würde sagen, ich speichere hier mal. Ich guck mal offscreen, nenne ich es mal. Ob ich die Zutaten irgendwie zusammenkriege für die Hose, Handschuhe und Schuhe des älteren Blutes, dann würden wir uns die dann craften. Und dann geht's aber wirklich mal hier in diesen Turm rein mit den anderen Leuten. Ja. Oder, ach komm, wir holen noch schnell den Lohn ab für die Gargoyle-Quest. Ist ja gleich hier aufs Eck, dann nehmen wir das noch schnell. Die Gargoyle sind Geschichte. Den Göttern sei Dank. Endlich kann man sich in der Stadt wieder bewegen. Hier ist deine Belohnung. Also 150 Erfahrung. Und was kriegen wir als Lohn? Ja, ich weiß nicht wirklich, was wir jetzt hier als Lohn noch... Ich habe das Manuskript gefunden. Interessant. Es ist mit Hilfe uralter Magie versiegelt. So sichert man nur sehr wertvolle Dinge. In der Tat. Weißt du, wie man es entsperrt? Die nötigen Ingredienzien werden aus den Körpern bestimmter Monster gewonnen, die es hier leider nicht gibt. Pheromone der Königin der Endriagen, das Blut eines Neckers und das Hirn einer Gralle. Statt des Harpyeneises wirkt auch die Zunge eines Moderhäuters. Danke. Ich komme zurück, wenn ich alles beisammen habe. Okay, die Zutaten, wie gesagt, die hole ich dann auch. 3 von 4 habe ich sogar scheinbar gerade dabei. Und ja, dann sehen wir uns
bald wieder. Bis dahin. Hier in Lokmuin. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao.